Ja, einen schönen guten Abend, ne? Ja, also hier ist der Harry Weinfurt, und ich sehe schon, die Kurse kommen leicht nach unten. Heute alles ein bisschen später, aber ich habe ja gesagt, ich bin bei meiner Papa, bei meiner Mama. Machen wir einen schönen Nachmittag, ne? Und jetzt gucken wir ein bisschen nach die Kurse. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, Marius, gut drauf. Skyborgs, Tom, Denjan, Mano, Mann, Enrico, Weigel, Furkan, Harry, Samson, El Ripo, Daniel, Thomas, W. Juri, Jod, und die restlichen, Ricky Frei. Einen wunderschönen guten Abend. El Ripo, Daniel, Mann, bin ich platt. Lange Skischuh schon mit 1600 Höhenmeter, dafür extrem geile Pulverabfahrt. Boom! Alles richtig gemacht, mein Junge. Ich hoffe, du hattest einen traumhaften Tag. Bis platt. Und ja. Ist doch alles okay. Hey, die Welt steht am Abgrund, da ist Krypto doch eine super Ablenkung. Naja, mehr oder weniger, ne? Mein Papa schon was getrunken? Ja, habe ich. Was habe ich getrunken? Ein Bier, ein Glas Wein, ein Mai Tai und ein Martini und eine Williams-Birne. Das war's. Ja, aber ich muss ja auch sagen, ich habe gesagt, okay, Mario, gönnst du dir vielleicht nochmal was, weil ab morgen geht ja auf deinem Zweitkanal dein Diätprogramm los, also kannst du dir heute vielleicht nochmal einen Cheat Day erlauben. Ja, und genau das habe ich gemacht. Meinung zu FTM. Ja, warum nicht? Ganz ehrlich, warum nicht? Ja, ich meine, was soll ich auch machen? Das ist typisch für meine Familie. Ne? Mein Opa war Alkoholiker, meine Oma war Alkoholiker. Ne? Mütterlich und väterlicherseits bin ich leicht belastet, sag ich mal so. Wo soll das Ganze hinführen? Ne? Ich muss mich auch irgendwo anpassen. Nein, mal ganz im Ernst, ich bin weit, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr weit davon entfernt, weil ich genau weiß, was das Ganze anrichten kann. Zwischendurch trinke ich wirklich gerne mal etwas, auch mal ein bisschen ein über den Durst, auch mal ein bisschen aus Genuss. Und ich denke, das ist auch vollkommen okay, wenn man weiß, wo seine Grenzen liegen. Ne? Stimmt das Ganze? Ja, stimmt. Ne? Meine Familie ist sehr vorbelastet, was Alkohol angeht. Sehr, wirklich sehr vorbelastet. Und von daher würde mir das, glaube ich, niemals passieren, dass ich dort hinkomme. Kleine Anekdote, kleine Real Story an der Seite, aber so ist es leider, ne? Leider. Bier auf Wein, das ist fein, oder Bier auf Wein, lass das sein. Also. So, was geht sonst? Was geht sonst? Also, ne, wie gesagt, viele von euch haben das ja heute Morgen schon mitgekriegt. Ich war bei meinem Papa, bei meiner Mama. Es war ein wirklich schöner Nachmittag, es war ein schöner Abend. Die Kleine ist im Auto jetzt auf dem Weg nach Hause eingepennt. Die war vollkommen blatt. Mein Bruder war noch da, ne? Den liebt die ja sowieso. Also alles gut. Es war ein wirklich schöner Tag, und den werde ich jetzt mit euch ausklingen lassen. Das Ganze wird jetzt nicht, wer weiß, wie lange gehen, sage ich einfach mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ab Minute 5, dann müssten wir jetzt gleich eigentlich schon drauf sein, so ungefähr. Ab Minute, ja, können wir das Ganze ja noch ein bisschen abändern. Ab Minute, sagen wir einfach mal 8 oder so live. Und dann ändern wir das ab, und dann haben wir jetzt noch 2 Minuten Zeit zu quatschen. Und von daher ist das Ganze okay. Was gibt sonst Neues? Ja. Ne? Putin hat seine Leute ich sag mal, in Bereitschaft gesetzt, was so Atomzeug angeht. Aber ich denke, wir sollten die Diskussion um den Krieg wahrscheinlich von dem Finanzkanal runterlassen. Und ja, uns auf die Kurse konzentrieren. Und dort ist ja, ich sag jetzt nicht, es ist wenig passiert. Ich sag jetzt auch nicht, es ist das passiert, was wir gedacht haben. Ich sage heute nicht, das ist das passiert, was wir befürchtet haben. Aber ich würde einfach mal sagen, es ist vielleicht das passiert, was wir, ja,
worauf wir nicht unbedingt gehofft haben. Die Nummer ist noch nicht durch, nein, aber es sieht danach aus. Ab morgen Content öfter auf dem Zweitkanal. Rüber, ja, auf meinen Kanal, gehen auf welche Kanäle er sonst noch guckt. Marionetten, zack rüber, abonnieren, gucken. Ab morgen. Denn dort gibt es dann auch, ja, wahrscheinlich wieder täglich Content. Herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal da sind. Willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Was ist los? Bitcoin-Kurs 37.870. Es ist leider ähnlich gekommen, wie wir es gedacht haben. Nicht, wie wir es gehofft haben, aber wie wir, ja, wonach es ausgesehen hat. Kann das ein langer Wick werden? Ja. Sieht es noch danach aus? Nein. Wann schließt denn die 4-Stunden-Kerze? In 3 Minuten. Also live. Wir sind also live am Arsch. So muss man es sagen. Wir sind live am Arsch. Wir haben gesagt, es ist schlecht. Es wäre schlecht, wenn wir eine 4-Stunden-Kerze unter dem Kreuz, unter 38.000 verbringen. Und diese 4-Stunden-Kerze endet in 2 Minuten 30. Glaubt jetzt noch einer, dass wir den langen Wick kriegen auf 38,5? Nein, wir werden die Kerze schließen unter der Marke von 38.000. Und was ist das? Genau, das ist positiv. Nein, es ist nicht positiv. Es ist bärisch, es ist bescheiden, es ist beschissen. Anders kann man nicht. Guckt euch diese 1-Stunden-Candle an. Wir haben schon hier, heute Morgen sind wir davon ausgegangen, okay, das könnte sein, dass wir da durchfallen. Wir sind nicht genau durch diesen Knotenpunkt gefallen. Nein, wir sind nochmal hochgezogen auf unsere Resistance, wo wir gesagt haben, schließen wir eine 4-Stunden-Kerze, darunter ist das Ganze long. Und wir sind wieder an 39.500 gescheitert. Ich weiß nicht, wie viele Tage, wie oft ich jetzt davon rede. 39.500, das würde die Marke bringen für die Inverse Head and Shoulders Formation mit der Nackenlinie nicht gebrochen, angetestet, wieder Abflug. Und jetzt in 1 Minute und 40 schließen wir die 4-Stunden-Kerze unter 38.000. Ja, schön und gut, Mario, aber was mache ich denn mit der 38.000 jetzt? Tja. Was erwartet uns denn jetzt? Tja, das habe ich euch auch heute Morgen gesagt. Falls wir eine 4-Stunden-Kerze unter 38.000 schließen, glaube ich, dass wir 36.500, diese goldene Linie hier, wiedersehen werden. Wenn wir die Kerze jetzt gleich schließen, und ihr seht das hier auf 1-Stunden-Basis, ja, es kann sein, dass wir von hier aus nochmal hochziehen und dann runterziehen. Kann passieren. Es kann auch einfach passieren, dass wir straight runterziehen. Bitte vergesst nicht, heute sind zwei Sachen. Heute ist 2-Wochen-Schluss und heute ist 1-Wochen-Schluss. Und das haben wir heute Morgen besprochen, dass es bärisch wird, wenn wir den 2-Wochen-Schluss kriegen unter diesen beiden Kerzen. Die Kerze endet bei 37.900. Schließen wir heute den Tag und damit die 2-Wochen-Kerze unter 37.900, ist das bärisch und es wird zum Anfang der Woche weiter abwärts gehen. Und als erstes kommt die Marke von 36.500. Das ist für mich im Grunde genommen außer Frage. Hier, jetzt ist sie geschlossen unter dem Kreuz, unter 38.000, 37.000, close, 37.619. Jetzt ist das Ganze valide. Soll ich jetzt Short gehen, Mario? Theoretisch gesehen müsste man jetzt gerade in diesem Moment Short gehen, weil wir die Kerze darunter geschlossen haben. Wie gerade gesagt, es kann durchaus passieren, dass wir auf 4 Stunden, dass wir auf 1 Stunden Basis von hier aus nochmal hochkommen. Das jetzt Ganze als Resistance bestätigen und dann runterziehen. Ja, wir können aber auch direkt hier runterziehen. Ist im Grunde genommen scheißegal. Wenn wir jetzt Short gehen, dann haben wir einen Stop-Loss hier irgendwo bei 39.000. Falls das Ganze also doch nach oben hin bricht, bin ich raus mit einem kleinen Verlust, okay, aber ich bin short. Die Möglichkeit, dass wir auf 36.500 jetzt runtergehen, ist deutlich
höher, als wenn wir von hier aus jetzt wieder nach oben hin steigen. Also steigen und in dem Fall, sage ich mal, so etwas machen. Oh ja, moin, sowas, die Linie hier verschieben. Nein, sondern sowas hier und dann auf einmal die 39.500, wo wir die ganze Zeit sagen, das ist der Trigger in Richtung Norden. Und das nach oben hin brechen. Das ist deutlichst geringer als die Chance, dass wir von hier aus entweder hochziehen, 38.000 als Resistance bestätigen und dann runtergehen oder sofort runtergehen. 36.500 für mich im Moment auf jeden Fall vollkommen in Play. Und dann weiter. Die 36.500. Sollten wir die nach unten hinbrechen? Ja, werden wir dann hier an diesem Wick halt machen? Weiß ich nicht. Meiner Meinung nach wahrscheinlich eher nicht, sondern dann auch den Aufsetzer hier haben auf die 33.600. Es sieht schlecht aus. Es sieht schlecht aus. Anders kann man das Ganze einfach nicht betrachten. Kann das weiterhin eine verkrüppelte Inverse Head & Shoulders werden? Ja, kann passieren. Denn ihr seht, wir sind auch hier auf 36.500 aufgeschlagen, hochgezogen, 39.500, 36.500, kann alles passieren. Jo. Aber richtet euch erstmal darauf ein, dass wir die 36.500 wiedersehen und was dann hier passiert, das müssen wir dann sehen. Das wird über den weiteren Verlauf entscheiden. Aktuell auf Stundenbasis, auf 15-Minuten-Basis, blablabla, passiert jetzt genau das, was wir gesagt haben oder was die Möglichkeit wäre, runter, das Ganze vielleicht nach oben, 38.000, 37.800, 37.900 als Resistance bestätigen, die vielleicht diese goldene Linie und dann Abflug weiter in Richtung Süden. Es sieht nicht gut aus. Richtet darauf ein, dass wir heute bis 12 Uhr die Kurse vielleicht noch ein bisschen niedriger haben. Weiterhin würde es positiv bleiben, definitiv, wenn wir die 39.500 nach oben hinbrechen auf 4 Stunden Basis, Long rein, bis wahrscheinlich erstmal sofort 40.500 und danach die Marke von 41.800. Wetten darauf würde ich jetzt gerade definitiv nicht. Ethereum haben wir heute Morgen noch gesagt, hey, von hier aus in dem Punkt, wir haben 4 Stunden Close unter der Marke von 2750, das sieht erstmal nicht gut aus. Kann sein, dass wir die grüne Linie anlaufen, das haben wir nicht gemacht. Nein, 4 Stunden Close nach oben hin angetestet, also Retest als Resistance. Durchgefallen, Retest als Resistance, wieder drüber, wieder hier oben gescheitert. Die Mark, wo ich gesagt habe, das ist wichtig, 2840, 2850, keine Ahnung, was ich mir da gesagt habe. Kein 4 Stunden Close drunter und jetzt, Achtung, 2750 auf 4 Stunden Basis rausgenommen. Die grüne Linie rausgenommen, 2600 schlagen wir jetzt gerade auf, versuchen uns jetzt noch drüber zu retten. Wenn wir das auch nicht schaffen, wenn wir die 2600 auch noch verlieren sollten auf 4 Stunden Basis, 2500, wenn 2500, das ist 2530 ungefähr, wenn 2530, 2520, was ist das hier ungefähr, wenn das nicht hält, fallen wir zurück auf 2400 und wenn 2400 nicht hält, werden wir diesen Wick nochmal sehen bei 2290. Lustig ist anders. Und dann, ja, aber was sollte ich jetzt sagen? Es ist im Endeffekt schlecht. Wir haben diese Flagge, diesen Aufwärtskanal, wo wir hier diesen Scamwick nach unten haben und dann nach oben wieder reingekommen sind. Die haben wir jetzt erstmal nach unten hin verlassen. Das ist nicht positiv. Das Ganze ist bärisch und ihr seht jetzt hier auf 4 Stunden Basis, dass wir diese ganzen Kerzenkörper, was ist jetzt hier passiert mit meinem Chart, keine Ahnung, ist auch egal, dass wir diese ganzen Kerzenkörper hier noch wirklich drin haben. Falls wir das nach unten hin rausnehmen, richtet euch wirklich hier drauf ein, 2530, wenn das bricht, ne, das ist hier super schnell gebrochen, dann nochmal hier hin. Lustig, positiv, ist in dem Moment anders. Deswegen spreche ich jetzt gerade auch nicht über eine Long-Version. Die Long-Version sollte relativ klar sein. Beenden wir nochmal eine 4-Stunden-Kerze wieder hier in dieser Flagge, kann es durchaus sein, dass wir die Oberkante der Flagge wieder anlaufen. Aber dafür müssten wir erstmal da wieder reinkommen. 2660. Es sieht nicht danach aus. Litecoin. Haben wir heute Morgen schon gesagt. Da waren wir hier mit dieser fetten roten Kerze. Aufgeschlagen an Rot, aufgeschlagen an Gold,
hochgezogen, die rote Linie wieder nach oben hindurchstoßen. Mögliches Szenario bis auf 111, nicht bis dahin dran gekommen, 110, 24 und dann eine lange Hammer Candle, bumm, runter unter beide Linien und jetzt guckt euch das an. Rote Kerze drunter, rot als Resistance bestätigt und wir ziehen weiter runter. Es ist scheiße. Kann man nicht anders sagen. Wir werden definitiv heute noch die 101,40 sehen. Wenn wir die 101,40 nach unten hin brechen, seht ihr hier dieser Wick, der sticht genau auf der Marke von 100. Dann werden wir die 100 wieder sehen. Und wenn die 100 nicht hält, dann sofort auf die 98. 98 ist aber eher so lalalala, sag ich einfach mal. Wichtiger ist die Marke von 93. Auch bei Litecoin haben wir, ist es eher Glück zu verdanken, dass wir gesagt haben, okay, hier die Marke von 111,50 ist wichtig. Alles, was über hier über 120 ist, würde das Ganze dann erstmal in Richtung Norden das Tor öffnen. Und da sind wir gar nicht hingekommen. Ein Glück, dass man jetzt hier nicht in einem Long Trade gefangen ist, sage ich einfach mal, sondern dass man da vielleicht mal zugehört hat und gesagt hat, hey, es sieht eher schlecht als recht aus. XRP. XRP hat nichts dergleichen gemacht, wo wir gesagt haben, okay, das Ganze wäre von uns positiver Natur. Und denn wir haben gesagt, ein 4-Stunden-Close über der Marke von 76 Cent wäre erstmal positiv. Nein, das ist nicht passiert. Wir sind drüber gezogen und haben den 4-Stunden-Close da drunter gekriegt. Und dann ging es abwärts. Und es ging abwärts unter die 73 Cent. Und da haben wir heute Morgen drüber gesprochen, dass das noch wichtig wäre. Denn wenn wir die nach unten hin brechen, dann kann es durchaus sein, dass wir die 70,5 Cent wiedersehen. Und ihr seht das jetzt auch hier. Wir haben den 4-Stunden-Close da drunter. Wir testen diese goldene Linie als Resistance an. Ja, und wenn wir weiter runterziehen, definitiv 70 Cent 50. Wenn 70 Cent 50, Achtung, hier auf 4-Stunden-Basis nicht halten, Support, 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 ne? Widerstand, 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 noch Support. Wenn das Ganze auf 4-Stunden-Basis fällt, dann ist die logische Konsequenz, dass wir die grüne Linie wiedersehen und die verläuft bei 67 Cent. Genau, 67 Cent. Ich habe heute Morgen einen Kommentar gelesen. Da stand Mario, ja, was würdest du denn jetzt machen? Ich bin gestern hier short eingestiegen und danach ging es to the moon. Ich habe auf einen Kumpel gehört und bla bla bla. Was würdest du jetzt machen, Leute? Und das ist genauso wie für vielen anderen Sachen. Ich darf da keine Anlageberatung geben. Ich darf da nicht wirklich was zu sagen und sagen, du solltest jetzt das und das machen. Ich habe gesagt, wenn ich ein 4-Stunden-Close kriege über dieser grünen Linie, dann würde ich in den sauren Apfel beißen und meine Verluste mitnehmen. Genau das, wirklich, genau das ist nicht passiert. Und jetzt ziehen wir runter. Und derjenige hat gesagt, hey, bei 70 Cent ungefähr könnte ich mit dem Verlust klarkommen. Und es sieht jetzt so aus, als wenn wir genau das machen. Ein leichtes Hochziehen, eine kleine leichte Erholung, nachdem der RSI jetzt mit Sicherheit ordentlich im Minus ist, sage ich einfach mal. So. Sagen wir hier, seht ihr, 15 Minuten Basis, RSI war bei 22, das ist relativ niedrig, kleine Erholung vonnöten und danach wird es weiter runtergehen. Hat er denjenige nochmal Glück gehabt? Ne? Und falls wir dann auch noch die grüne Linie nach unten hin brechen, 70,4 Cent, ja, dann ist der Short Trade, den man versehentlich dort eingenommen hat, weil man auf einen Kumpel gehört hat oder weil man vielleicht nicht seinem eigenen Bauchgefühl getraut hat, zum Glück noch bei plus minus null raus oder sogar im Plus. In dem Fall Glück gehabt, aber sowas hört nicht auf andere Leute, hört nicht auf andere Leute, bildet euch eure eigene Meinung und tradet nach dem, was ihr für richtig haltet. Hört auf niemanden anders, vergleicht andere Meinungen. Ja, wie der Serhat ab und zu sagt, ja, er guckt die Dubai Gang und das ist überhaupt nicht schlimm. Hört euch viele Leute an und dann, ja,
Bildet daraus euer eigenes Bild, vergleicht das mit den Gedanken, die ihr selber habt, und dann trefft eine Entscheidung aufgrund vieler Analysen. Aber hört nicht blind auf einen YouTuber und hört nicht blind schon gar nicht auf Kollegen. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Warum? Das gibt Beef. Das ist schlimm. Das ist schlecht. Das ist scheiße für Freundschaften. Wenn Kollege Y... Hi, Inge! Inge, Eckhart hat gesagt, steig doch mal da ein. Und dann geht die Nummer in die komplett andere Richtung. Weißt du, was dann passiert? Genau, eure Freundschaft geht in eine andere Richtung, weil der Harald sagt, okay, alles klar, ich habe auf den Eckhart gehört. Und dann passiert nämlich Folgendes. Der Harald verliert Geld, weil er auf den Eckhart gehört hat. Und dann wird der eine sauer auf den anderen, weil die Kohle verloren gegangen ist. Und der eine sagt dann, ja, du hättest ja nicht auf mich hören müssen. Und das ist ein wahres Problem. Hier, strengt die Hirse an. Bildet euch eure eigene Meinung. Holt euch verschiedene Meinungen ein. Und dann tradet, wenn euer Bauchgefühl noch sagt, okay, das sieht nach einem logischen Trade aus. Nicht anders. Und wenn das Signal da ist. Das Signal bei XRP steht jetzt gerade auf Short. Das Signal bei XRP steht jetzt gerade auf 70 Cent und 50. Und wenn die 70 Cent und 50 nicht halten, geht's runter auf 67 Cent. Ihr seht diese goldene absteigende Linie. Ab hier sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. 76 Cent öffnet die Tür in 79 Cent. 79 Cent öffnet die Tür in 85 Cent. Keine Ahnung. Tja. Ich bin mir nicht sicher, was wir heute Morgen dazu gesagt haben. Ist auch vollkommen wurscht. Mittlerweile, also mit Sicherheit, werden die 93 Cent heute Morgen im Video erwähnt worden sein. Das, wenn wir einen 4-Stunden-Close darüber haben, dass das Ganze erstmal positiv wäre. Ihr seht das hier, das ist Support, Resistance, Resistance, Resistance. Nicht gebrochen nach oben, also schlecht. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir kommen zurück auf Rot. Wir kommen zurück auf Grün. Das ist hier genau, mal wieder genau ein Knotenpunkt. Sollten wir den nach unten hin brechen und das jetzt heute Abend in ungefähr 3 Stunden auf Tagesbasis, ein Tagesclose unter Grün, haben wir nie gehabt. Also was heißt haben wir nie gehabt? Haben wir früher mal gehabt. Aber haben wir hier in unserer aktuellen Lage nie gehabt. Sollten wir den Tag heute unter dieser Marke schließen und diese verläuft bei 83,6 Cent. Dann richtet euch auf Schmerz ein. Was heißt auf Schmerz? Richtet euch darauf ein, dass die 75 Cent wiederkommen. Wahrscheinlich eher hier die grüne Linie bei 70 Cent. Bei 70 Cent. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass das hält und wir von hier aus nach oben ziehen. Ich würde nichts machen, bevor wir nicht die 93 Cent nach oben hin clearen, rausnehmen. Auf 4 Stunden Basis. VeChain. Hier ist die Zeichnung drin von heute Morgen. Hier ist das drin, was passieren muss. Hier ist das drin, was wir gesagt haben. 4,9 Cent, 5 Cent ungefähr auf 4 Stunden Basis nach oben hin clearen. Hier ist noch diese traumhafte Van Gogh Zeichnung drin. Nichts. Nichts dergleichen ist passiert. Wir haben diese goldene absteigende Linie nach unten hin gebrochen. Wieder nicht nach oben hin zurückerobern können. Ihr seht das hier. Wir haben die nach unten hin gebrochen, angetestet als Resistance. Und das hier ist eine Follow-Kerze. Denn das hier war der Bruch nach unten. Und das hier ist die Follow-Kerze nach unten, als wir diese Kerzenkörper nach unten hin drunter geschlossen haben. Ne? Und jetzt haben wir einen 4-Stunden-Close unter der grünen Linie. Dieser 4-Stunden-Close ist genau, aber auch wirklich genau wie der 4-Stunden-Close, den wir hier hatten. Minimal unter dieser Linie. Antesten nach oben, als Resistance bestätigt. Und wenn wir von diesem Zeitpunkt jetzt auch weiter runterziehen, ist das Dingen
Short ist VeChain Short. Und das hatten wir schon mal. Da hat der eine oder andere gesagt, ja, Mario, vielen, vielen Dank für die tolle Nummer bei VeChain. Da bin ich mit einem 20x Leverage Short gegangen und es hat mir schöne Euros beschert. Genau das gleiche kann uns jetzt hier auch wieder passieren. Jo, moin, lösche ich mir einfach zwei Linien raus, die super wichtig sind. Alles klar. Passt auf, bei VeChain. Es sieht nicht gut aus. Sieht eher danach aus, als wenn wir diese rote Linie hier nochmal antesten wollen. Die verläuft bei 4,2 Cent, hält die rote Linie nicht. Fallen wir runter auf 4 Cent und danach auf 3,85. Es bleibt dabei ein 4-Stunden-Close. Hier über der Marke von 5 Cent öffnet das Tor in Richtung dieser goldenen Linie, die gleichzeitig hier auf lila trifft bei ungefähr 5,2 Cent. Vorher würde ich definitiv nichts machen. Solana. 85 Dollar. Ja, mein Gott, was sollen wir denn hier jetzt noch großartig sagen? Hier morgen war das Update und da haben wir gesagt, durchbrechen wir die Marke von 87 Dollar, fallen wir zurück auf 85 Dollar. Das ist nicht passiert. Nein, wir sind hochgezogen und haben gesagt, okay, wenn wir die Marke 4-Stunden-Basis überschreiten von 93 Dollar, sind wir long. Nein, ist auch nicht passiert. Und jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben 4-Stunden-Close hier drunter und sind sofort auf. Ja, wo sind wir denn hingefallen? Genau, auf 85 Dollar. Genau das, was wir heute Morgen gesagt haben. Was machen wir denn jetzt daraus? Tja, logischerweise Long erstmal gar nichts. Es bleibt dabei. Long hier oben ab der Marke von 93 Dollar. Jetzt gerade sind wir auf jeden Fall wieder in dem Abwärtstrend. Wir sind wieder short gerichtet. Und wenn ich diese Wicks hier verbinden würde. Den roten würde ich wahrscheinlich hier diesen roten mitnehmen. Das können wir gerne machen. Und dann haben wir auch gleichzeitig genau das Aufsetzen auf der goldenen Linie. Verlieren wir die goldene Linie. Die goldene Linie verläuft ungefähr bei 84 Dollar. Verlieren wir 84 Dollar, fallen wir auf 80 Dollar zurück. Verlieren wir 80 Dollar, fallen wir auf 85 zurück, auf 75 zurück. So einfach ist das. Lasst die Finger von einem Long bei Solana aktuell. Das ist sinnfrei. Link. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr, was wir hier gesagt haben. Heute Morgen war das Update 27. Februar. Ja, das war hier. Das sieht irgendwie sehr komisch aus. Das Update war genau hier an der goldenen Linie. Und da werden wir gesagt haben, durchstoßen wir Gold nach unten, schlagen wir auf den Knotenpunkt auf. Das ist nicht passiert. Wir sind hochgekommen und wollten gerne einen Tagesclose haben über Grün oder eine 4-Stunden-Kerze darüber mit anschließendem Retest und Follow. Nicht passiert. Ausbruch nach oben, Retest, Fail, denn wir sind hier wieder reingefallen. Nicht nur das, wir haben sogar die 4-Stunden-Kerze unter der goldenen Linie beendet, die hier Support war, jetzt logischerweise Widerstand ist. Gleichzeitig sind wir auf Rot aufgesetzt, testen jetzt Grün als Resistance an. Also bärischer kann es wohl eigentlich gar nicht sein. Wenn wir von diesem Punkt weiter runterziehen sollten, wo geht die Reise hin? Richtig. Unter Rot auf Grün auf die Marke von 13 Dollar und 14. Aber die 13 Dollar und 14 haben wir auf Tagesbasis nie in den letzten Tagen, ne, nicht nach unten hin verlassen. Das ist massiver Support. Falls wir darunter schließen sollten, heute, richtet euch auf 12,22 Dollar ein. Und wenn wir Pech haben, erleben wir diesen Wick hier nochmal 11,45. Rein Fomon in Richtung Long erscheint mir jetzt mehr als suizidal, sage ich einfach mal so. Wer Bock hat, jetzt gerade ein bisschen Geld in Gulli zu werfen, jetzt gerade ist die Möglichkeit gekommen, hier long zu gehen. Bei Link. Das war's für Bitcoin, Ethereum und die Altcoins für das Abendupdate heute. Es sieht nicht positiv aus. Wir haben es heute Morgen erhofft, erwartet. Wir waren genau an diesem, ja, relativ genau an diesem Knotenpunkt. Wir haben das im Endeffekt heute Morgen erwartet. Es ist nicht passiert. Wir sind hochgezogen, genau an unsere Resistance, wo wir gesagt haben, der 4-Stunden-Close darüber wäre positiv. Wieder gescheitert.
und dann heute Abend jetzt gerade durchgefallen. Es ist wirklich schlecht. Ne? So, jetzt gehen wir noch über zwei, drei Fragen drüber. Und dann machen wir Schluss für heute. Kurzes Abend-Update, aber knackig, sage ich einfach mal. Ich habe auch, ich sage jetzt nicht, ich habe jetzt nicht mehr so viel Lust, aber will den Tag jetzt noch ein bisschen ausklingen lassen. Wir haben auch schon 20 nach 9, schon. Ne? Aber ihr wisst, wenn ich um 4 Uhr aufstehe, ist meine Schlafenszeit eigentlich halb 10. Spätestens um 10 bin ich im Bett. Ein paar Stunden brauche ich noch. So. Maximus ist short. Alles klar, ist okay. Schau mal, die neue Vierkätzchen auf dem Yashi. Jo, sieht schön aus, ne? Also, die sieht nice aus. Die sieht nice aus, ne? Sieht definitiv sehr, sehr bärisch aus. Nicht zu vergessen, Leute, nicht zu vergessen. Das jetzt hier ist der 1-Stunden-Timeframe. Achtung, 1-Stunden-Timeframe, Überschneidung des RSI. Aber, das habe ich gerade gesehen. Aha, was ist das denn? 4 Stunden ebenfalls Überschneidung des RSI. Ist das positiv? Nee. Weil, was passiert denn meistens danach? Richtig. Gehen wir zurück, mal gucken, was denn so die Geschichte sagt. Überschneidung des 4 Stunden RSI. Wo ist das denn passiert? So, hier ist es passiert. Ja. Das war im Endeffekt auch dann Doppeltop. Und dann abwärts. Hier ist es passiert. Abwärts. Hier ist es passiert. Abwärts. Hier ist es passiert. Abwärts. Nein, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Hey Leute, bin für heute einen Tag durch. Ich wollte nur kurz reinschauen und Gruß da lassen. Frieda, super, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bis morgen Abend und danke, dass du trotzdem kurz reingekommen bist, um einen schönen Gruß zu wünschen. Holger war gestern tanken, ist also pleite. Ja, das ist kein Wunder, ne, bei den Spritpreisen aktuell. Ne? Stefan S., bisher höheres Hoch auf 4 Stunden Basis. Naja, wenn man das als Aufwärtstrend betrachten will, dann, naja, weiß ich nicht. Hoch, tief, höheres Hoch, höheres Tief, aktuell, ja, wenn du es so sehen willst, ja. Ne? Sieht's positiv aus? Meiner Meinung nach nicht. Ne? Also, gehen wir auf den Tagesschart. Da haben wir immer noch ja, eine bescheidene Struktur wieder. Hier sah es danach aus, als wenn wir einen Trendwechsel kriegen. Ne? Ja, so, Trendwechsel in Richtung Norden. Aber was daraus geworden ist, ist im Endeffekt das hier. Ne? Ja, ne? Es sieht nicht gut aus. Also, 4 Stunden Basis, höheres Hoch. Ja, schön und gut. Kann sich aber sehr, sehr schnell in den nächsten Stunden ändern.
Mada 2, wer ist Dubai Gang? Alle, die in Dubai wohnen. Ganz einfach. Dubai Gang sind die Leute, die in Dubai wohnen oder die behaupten, in Dubai zu wohnen. Davon gibt es natürlich auch noch welche. Ne? Architektur, kannst du gleich mal bitte FT-Matic AVAX Quant angucken? Ja, klar. Und danach gucken wir noch VGE, XMN, Wave und RAF, RAN, PAN und noch PENIS. Na? Und wenn wir Zeit haben, gucken wir noch FET, GET, NIR und HBA. Ja. Leute, also jetzt mal ganz ehrlich, ihr könnt euch da gerne mal einen Coin wünschen. Ne? Und wenn ihr Bock habt, mal einen Coin analysiert zu haben, wäre es noch traumhaft, wenn ihr mal den einen oder anderen Euro springen lasst. Denn ihr wisst, der ist nicht für mich, sondern der wird gespendet an eine gemeinnützige Organisation. Aber hier und dann auch mal wieder und öfter, wie ich das auch sehe in den Kommentaren, sich 3, 4 oder 5 Coins zu wünschen, es grenzt schon so ein bisschen an, okay, Mario, reicht mal den kleinen Finger und ich reiß dir mal den Arm aus. Ne? Machen tue ich das sehr, sehr gerne. Kein Thema. Aber irgendwo finde ich ne, so ein bisschen Unverschämtheit ist schon dabei. Ne? Sag ich mal so. Ne? Okay, hätten wir das auch geklärt? AVAX, relativ klar. Tagesbasis, seht ihr das? Das war Support oder ist aktuell noch Support. Sollten wir den Tag heute schließen unter der grünen Linie hier, beziehungsweise, das heißt beziehungsweise, aber das ist die Marke. Müssen wir mal ganz kurz reingucken. Ach Quatsch, Entschuldigung. Ist das hier unten? Naja, sollten wir den Tag schließen, unter 73 Dollar werden wir definitiv auf 68 Dollar zurückfallen. Positiv ist aktuell für mich anders. Das wäre erst wieder hier ab der Marke von 85 Dollar, dass ich long gehen würde hier. Und dann haben wir Platz bis nach 92. Und wenn die 96 mal nach oben hinbrechen, wird es sofort auf 100 gehen, wahrscheinlich eher auf 115, 120. Jetzt gerade wäre ich vorsichtig, hier irgendwas in Richtung Norden zu machen. Es sieht schlecht aus. Wie gesagt, die grüne Linie sollten wir die nach unten hinbrechen. Und dabei reicht ein 4-Stunden-Close darunter. Ein 4-Stunden-Close darunter hat uns jedes Mal bis zur nächsten grünen Linie geführt. Das seht ihr hier, 4-Stunden-Close runter, bam, bis auf grün. 4-Stunden-Close runter, bam, bis auf grün. Das kann genauso hier passieren. 4-Stunden-Close unter der Marke von 73 Dollar, bam, führt uns auf 67. 50. So. Du Beste. Und wenn du trinkst, ist es noch besser. Ja, gut. Dann werde ich demnächst auch noch zum Alkoholiker, wie meine Familie. Dann haben wir alle noch ein bisschen mehr Spaß. So. Was war noch? Matic. Matic hatten wir, glaube ich, jetzt auch. Ist noch gar nicht so lange her. Müssen wir das Ganze hier machen? Ja, aber auch hier eine relativ klare Linie auf 4-Stunden-Basis, auf Tagesbasis sieht man das noch besser. Hier, guckt euch das mal an. Das war eine sehr, sehr klare Linie mit einem Ausbruch und einem Retest und einem Fail. Aber wenn wir jetzt hier wieder drunter schließen, tja, dann können wir uns darauf einrichten, dass wir die 1,40 aktuell jetzt wiedersehen. Für mich persönlich ein Long eigentlich erst möglich ab 1,61 in Richtung Norden. Und ja, für einen langfristigen Aufwärtstrend müssten wir eigentlich mal sowas hier nach oben hin rausnehmen, bevor das Ganze wirklich gut aussieht. Das ist die Marke ungefähr von 1,70.
Ihr seht jetzt auch hier auf Tagesbasis, das kann ganz, ganz böse enden. Ne? Schulter, Kopf, Schulter, massiv, aktuell, Nackenlinie dabei, bei 1,42. Bricht die 1,42, also können wir hier sehr schön einzeichnen, bricht die 1,42 nach unten und das nachhaltig. Also 1,42 nach unten, Retest, Follow nach unten. Eieiei, Leute, eieiei. Dann möchte ich jetzt gerade nicht in Polygonmatik sein, denn ihr seht, das Ziel dabei, und ich mache das jetzt nicht so ganz akkurat, sage ich einfach mal, das Ziel dabei ist von 3 Dollar ungefähr, 2,90 nach 1,50. Es wird logischerweise nicht passieren, denn das Ziel dabei wäre 0. Ne? Von 1,90 nach von 2,90 nach 1,50 sind 1,45 Dollar ungefähr. Aber wenn wir die Nackenlinie brechen bei 1,42, können wir nicht um 1,45 fallen, weil dann würden wir im Minusbereich landen. Aber das kann ganz, ganz böse enden in Richtung Norden. Passt auf bei Matic, wenn ihr hier gerade einen Short, einen Long reinballern wollt, dann seid ihr mit Sicherheit irgendwie so ein bisschen falsch gepolt, würde ich einfach mal sagen. Mario, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 67 geworden im Dezember. Man sieht mir das nicht an, aber es liegt auch daran, dass ich so viel Geld mit meinen Links verdiene. Von Bybit, Femex und auch noch von YouPorn und Pornhub, dass ich mir es mir leisten kann, sehr viel Botox in meine Fresse zu spritzen. Naturene. Welche Coins hodlst du? Würde mich interessieren, auch zu einem prozentualen Verhältnis. Ja, das werde ich jetzt gerade nicht machen. Das würde, glaube ich, auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Das kann ich gerne mal. Ich kann gerne mal so ein Video machen. Jetzt nicht mit einer Übersicht, denn ich werde euch mit Sicherheit nicht zeigen, was ich alles habe oder besitze. Aber mal mit so einem, ja, mit so einer kleinen Übersicht, sage ich mal einfach, wo ich mein Geld so reingesteckt habe, was ich interessant finde und mit welchem prozentualen Verhältnis. Aber jetzt gerade wird das, glaube ich, den Rahmen sprengen. Friedoline Short, ja dann 4,84 und 39.000. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Und ihr wisst, ich meine das ernst. Ich wünsche jedem Glück, der irgendeinen Trade angeht, ob es in Richtung Norden oder in Richtung Süden ist. Ich freue mich über jeden, der in meiner Community ist und ein bisschen Geld verdient. Freue ich mich drauf. Oh, Melli ist auch wieder da. Käsebrot ist ein gutes Brot. Wer hat das schon von probiert? Wer hat davon schon probiert? Okay. DJ wartet immer noch auf das XRP 2,50 Dollar übersteigt. 2,50 Dollar, okay. Ihr wisst, dafür müsst ihr auf den anderen Kanal, ne? Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen hier bei Krypto. mit so einer bunten Mütze auf. Oben noch so einen kleinen Propeller dran. Kennt ihr das noch so von früher? Ja? Also diese kleinen Kinder, die dann immer so eine Mütze auf hatten. Am besten dann noch falsch rum. Ne? Den Schirm nach hinten und dann, jawohl, alles klar, hier. Dann Propeller nach oben, dann prrr, das XRP 2,50 Dollar. Ja, ja, alles klar. Okay. Warten wir noch drauf. Warten wir noch drauf. So. Agatha lebt noch. Agatha lebt noch. Alles klar. Das ist eine super Idee. Habe ich wirklich drüber nachgedacht. Ne? Und dass ich auch mal auf dem Zweitkanal jetzt wieder mehr, was heißt mehr? Also sowieso noch nicht so viel Content hochgeladen, aber dass ich da mal mehr Content hochlade, dass die Agatha auch mal wieder kommt. Ne? Und ich weiß nicht, der Ivan, ja, ich mag den ja wirklich. Ne? Aber im Grunde genommen ist der ja Russe. Die Frage ist ja nur, ob es jetzt gerade vielleicht
so lustig ist, wenn ich irgendwie sowas Russisches hochlade, eher nicht, ne? Von daher wird der Ivan vielleicht auch zum einem Pole werden oder so, keine Ahnung, ne? Aber der fehlt mir schon sehr, muss ich wirklich sagen, ne? Aber als ich letztes Mal gesprochen habe mit Ivan, hat er gesagt, du Mario, ich hatte ein Gespräch. Vladi hat gesagt, pass auf, Mario, Ukraine, ich brauche. Na, ich brauche nicht, weil ich brauche, sondern ich brauche, weil ich will. Na? Und ich habe gesagt zu Vladi, kannst du nicht machen? Ist Völkermord. Na, bist du dumm oder was? Vladi hat gesagt, ist mir egal. Na, ich bin Diktator. Na, mache ich, was ich will, müssen sowieso alle machen, was ich sage. Sonst Straflager oder Tod. Na? Und Ivan hatte gesagt zu mir, Mario, weißt du was? Ich nichts mehr zu tun haben will mit Vladi. Und ich gefragt, du, hör mal, soll ich vielleicht Pole werden? Und ich habe gesagt, hey, Ivan, ja, ist mir egal, von mir aus, natürlich, gerne. Wir haben so viele Polen in Deutschland, sind doch alles gute Menschen, und so kannst du machen. Ja, gut, Mario, ne, frage ich mal an, vielleicht kriege ich polnische Staatsbürgerschaft. Ja, alles klar, Ivan, okay, schauen wir mal. Von daher müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt der Ivan mal wieder auf den Zweitkanal. Das wäre natürlich eine Alternative, sag ich mal. Ich musste einfach deutlich mehr Content hochladen. Ne? Ich habe auch Bock, aber wenig Zeit. Ja, dann macht den Türke. Ja. Wenn die mal aufeinandertreffen, der Ivan und der Türke, dann ist aber Schluss mit lustig. Serhat, was lan? Was, Ivan? Was machen, Ivan? Ja, und dann haben wir ein echtes Problem. Ne? Wenn dann noch der Peter dazu kommt, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Peter van der Feen. Ne? Ich hatte mir vorhin ein klein bisschen was geraucht und ich finde es alles gar nicht so schlimm, was da passiert. Ne? Finde mich ja hier in Eindhoven und dort ist es eigentlich ja, das ist relativ entspannt, wenn man mal die ein oder andere Zigarette raucht. Ne? Und wenn der Sean dann noch dazu kommt, der Amerikaner, ich meine, der ist ja auch leicht verstrahlt. Ne? Well, Mario, also, ich weiß nicht, also mit diesem Krieg in der Ukraine, ne, wenn die NATO eingreift und unser Präsident, der Joe, ja, Sleepy Joe, ja, dann könnte das Ganze vielleicht ein bisschen eskalieren. Ne? Also, gut, hör mal auf mit dem Scheiß. Ich sag mal, wir haben jetzt soweit alles besprochen. Bitcoin, Ethereum und die Altcoins. Ja, wir haben ja dann auch eigentlich noch den Chinesen. Ne? Wenn der chinesische Diktator auch noch kommt, ne, dann stell dich mal vor, wir würden mal auf dem Zweitkanal wirklich sowas machen. Wenn die alle miteinander sprechen, ne, dann mache ich anstatt Ivan, mache ich den Vladi. Ne? Anstatt Sean mache ich dann den Joe. Ne? Eieiei, na, möchte ich aber nicht in der Haut stecken. Ja, ich glaube, das sollten wir dann lieber lassen. Ne? Da kommt der chinesische Diktator noch und sagt, ja, mache Foto von Nuklearpilz. Nicht witzig, nicht witzig. Nein, okay. Semikan, sie retest auf 38 K. Ja, 37,9. Ja, stimmt. Ne? 1 Stunden Basis, schließt in 20 Minuten. Okay, wenn die hier sch oben schließt, schön, weil, warum? Na, ganz einfach. Das ist dann ja im Endeffekt die Retest-Kerze auf 38 K und schließt die nächste Stundenkerze dann unter einem dieser Kerzenkörper. Dann ist das das Short-Signal. Theoretisch gesehen kannst du das auch auf kleineren Timeframes machen, weil ich nicht weiß, wie schnell wir jetzt fallen werden. Wir sehen jetzt hier im RSI eine Erholung. Das kann auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen, weil wir jetzt gerade erstmal bei 26,80 sind, ne? Und dann weiter runter. So sieht es zumindest aus. Also achtet hier jetzt gerade nach heftigen Abstürzen und das sagen und das behaupten wir ja immer wieder auf unser berühmtes H, auf das berühmte H. Ne? Ein relativ heftiger Absturz, ein relativ heftiger Absturz mit einem Bounce, ein H und dem Bruch des Lows. Also auf kürzeren Timeframes. Ein relativ heftiger Absturz
Ein Bounce und ein Bruch des Haars. Aufpassen. Agatha kam das erste Mal, als ich deinen Livestream geschaut habe. Alter Falter. Und dann bist du immer noch hier. Ganz ehrlich, Semirkan, dann scheint ja mit dir irgendwas auch nicht zu stimmen. Entweder bist du Fetischist oder du bist genauso bekloppt wie ich. Ja? Aber wenn du das erste Mal hier gewesen bist, im Livestream, und dann kam Agatha, und du bist trotzdem dabei geklebt. Ganz ehrlich, dann gehörst du in diese Truppe. Das ist wirklich sehr, sehr krank. Google mal die drei kleinen Sträuche, mache ich gleich. Okay. Holger ist hier seit 2K Abos. Krass. Also es gibt ja wirklich Leute, die sind hier schon seit 200 Abos, ne? Und die schreiben immer noch was. Also der Irre fehlt noch. Nein, das stimmt nicht. Ironie muss. Du sagst, der Irre fehlt noch. Das stimmt nicht. Denn der Irre sitzt jeden Tag vor euch. Der Irre bin nämlich ich. Denn ohne meine Tabletten würde ich nämlich gar nicht klarkommen. Richtig. Es ist Ausnahmevoraussetzung hier, dass ihr alle Tablet nehmt. Ne? Dass ihr alle so bekloppt seid wie ich. Sonst direkt Kick. Auch keine Mitglieder mehr, keine Abonnenten mehr. Sofort raus. Lifetime-Bann. So. Leute, das war's. Das war's. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute zu später Stunde. Ich freue mich, dass ihr alle da gewesen seid, dass ihr mich alle nehmt, wie ich bin, denn ich bin bekloppt. Es ist nun mal so. Es sieht bärisch aus, es sieht nicht gut aus. Richtet euch darauf ein, dass wir vielleicht heute sogar noch die 36.500 nach unten hin durchbrechen. Und ja, falls wir den Tag heute unter der Marke von 38.000 verbringen, wird es morgen runtergehen auf 36.500. Falls wir den Tag heute unter 36.500 verbringen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir morgen die goldene Linie anlaufen. Es sieht nicht positiv aus. Seid wirklich vorsichtig, was ihr im Moment da draußen macht. Seid vorsichtig mit Longs. Nehmt das Long, wenn eine Linie gebrochen wird. Nehmt den Long, wenn wir eine konservative Entry-Line nach oben hin durchbrechen. Jetzt gerade ist nicht die Zeit gekommen, um in diesem Moment Long zu gehen. Bitte, ja, denkt immer daran, dass ich versuche, euch zu beschützen. Wir gehen manchmal in Trades später rein als andere Kanäle. Ja, das stimmt. Wir verpassen den einen oder anderen Prozent. Ja, das stimmt. Aber wir versuchen wirklich auf safe zu spielen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Denn wir wollen nicht unser Geld in Trades reinstecken, die ja vielleicht ein 50-50 haben. Oder nur eine 40%ige Chance. Wir wollen unser Geld in den Trade reinstecken, wo das Potenzial mal 80 oder 90% die Chance ist, dass es auf unserer Seite landet. Und jetzt gerade ist nicht die Zeit dafür gekommen, um das positiv zu sehen, um zu sagen, okay, wir sind jetzt hier bei 37,7, von hier aus longe ich jetzt einfach mal. Bitte nicht. In dem Sinne würde ich euch einfach nochmal sagen und würde mich euch mit diesen Worten nochmal alleine lassen und einen wunderschönen Sonntagabend wünschen. Ja, genießt die letzten Minuten, sage ich einfach mal, des Sonntagabends noch. Morgen geht die Arbeitswoche wieder los. Morgen geht die Tradingwoche wieder los. Ich freue mich darauf. Ich freue mich nicht. Ich freue mich überhaupt nicht auf die ganze Scheiße, die da draußen los ist, auf die ganzen News, auf den Irren aus Russland und was da noch möglicherweise auf uns zukommt. Ich freue mich überhaupt nicht darauf. Ich freue mich auf die neue Trading-Woche, aber ich bete
Ne? Das ist jetzt symbolisch gemeint. Ich bete wirklich dafür, dass es irgendwann möglicherweise, hoffentlich, doch schnell vorbeigeht. Denn das ist mit Sicherheit eine Sache, die keiner möchte von allen, die hier sind und ich schon gar nicht. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend, einen guten Start morgen in den Montag. Ihr seht daran, wie schnell Sachen eskalieren können, wie schnell Sachen nach hinten losgehen können. Und deswegen genießt. Genießt jeden Tag, genießt jede Sekunde. Trennt euch von Sachen, die euch nicht glücklich machen. Macht Sachen, an denen ihr Freude habt, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr sagt, hey, das bringt mir Spaß, das bringt mir Glück im Leben. Und trennt euch von Sachen, die euch den Tag versauen, die euch öfter den Tag versauen, die euch nicht glücklich machen. Denn das Ganze kann super, super schnell vorbei sein. Und das sehen wir im Moment, wie schnell das Ganze gehen kann. Das war das Wort zum Sonntag. Muss auch mal wieder sein. Ihr kennt das von mir ab und zu. Lasse ich eine kleine Anekdote raus oder einen kleinen Lebensratschlag, sage ich einfach mal. Und deswegen muss sowas zwischendurch sein. Habt einen wunderschönen Sonntagabend. Wir sehen uns morgen zum Bitcoin, Ethereum, Altcoin und auch zum Marktupdate. Und jetzt Tschüssikowski. Bis morgen.